Das Super Nintendo-Spiel F-Zero war eines der beliebtesten Rennspiele auf der Konsole und erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit, hat noch viele Fans und hat es sogar in das aktuelle Mario Kart mit einer kleinen Hommage geschafft. Wie das Spiel sich damals angefühlt hat, das schauen wir uns jetzt mal an. Los! So, und da sind wir auch direkt im Menü. Das Spiel kommt ohne viel Intro, Schnickschnack oder irgendwas aus. F-Zero, ja, was hat es mit F-Zero auf sich? Das ist eins der tatsächlich ersten Spiele oder ersten Rennspiele, die für das Super Nintendo erschienen sind. Und hat quasi ein komplett neues Subgenre kreiert. Und zwar diese Future Racer, so futuristische Racing Games mit ja keinen herkömmlichen Autos, sondern in diesem Fall magnetischen Gleitern, wie wir hier in der Demo sehen. Und ja, damals, wenn man Super Nintendo gespielt hatte, hat man im Prinzip, wenn man Rennspiele gemocht hat, zwei zur Auswahl. Man hatte Mario Kart, das haben wir schon gezeigt. Das war dann so Fun, Arcade Fun, wo man sich gegenseitig bekriegen konnte. Und man hatte bekannte Charaktere wie Mario und so weiter. Wie gesagt, habe ich schon gezeigt. Oder man hatte das hier, F-Zero. Und was hat F-Zero so cool gemacht? Erstens die Geschwindigkeit. Das war, glaube ich, so mit das schnellste Rennspiel überhaupt. So, diese Gleiter haben Geschwindigkeiten von über 400 km/h erreicht. Und ja, das Ganze war super, super flott. Dadurch auch nicht ganz einfach. Und das Zweite, was für mich dieses Spiel so cool gemacht hat, war die Musik. Definitiv war die Musik saucool. Also auch heute noch gibt es unendlich viele Cover von den Stücken aus diesem Spiel. Zum Beispiel Mute City, was wir gleich sehen und hören werden. Also die Musik hat dieses Spiel definitiv richtig cool gemacht. Und ja, dieses Geschwindigkeitsgefühl mit nicht total ja, berauschender Musik hat das Rennspiel dann letzten Endes ziemlich cool gemacht. So, wir gehen mal ins Menü zurück. Wir haben hier zur Auswahl ein Grand Prix und Practice, Records und Aufnahmen, aber Grand Prix ist halt dann eine Reihe von Rennen, wo man dann am Ende alle Rennen die Punkte zusammenzählt. Und Practice ist dann eben eine Übungsstrecke. Wir machen natürlich ein Grand Prix. Und wie üblich, auch ähnlich so ein bisschen wie in Mario Kart, hat man hier verschiedene Racer zur Auswahl. Wir haben hier einmal diesen Blue Falcon, den Racer von Captain Falcon. Der hat eine Höchstgeschwindigkeit von 457, eine relativ gute Beschleunigung und auch sonst von den Werten ist das eher so der Allrounder, den nehmen wir jetzt mal noch nicht. Dann haben wir hier den Golden Fox. Der hat eine deutlich geringere Höchstgeschwindigkeit, aber dafür eine ziemlich heftige Beschleunigung, weil er eben relativ leicht ist. Dann haben wir hier den Wild Goose. Der hat eine sehr hohe Höchstgeschwindigkeit, eine sehr, sehr flache Beschleunigung. Und dann haben wir hier noch am Ende den Fire Stingray. Der hat die höchste Maximalgeschwindigkeit, aber auch eine Beschleunigung wie ein Backstein. Und Gewicht von ja, fast 2 Tonnen, also auch das schwerste Gefährt. Extrem schwierig in der Handhabung. Ich beginne mal hier mit dem Blue Falcon. Und den nehmen wir dann. Und jetzt haben wir zur Auswahl die Night League, die Queen League, die King League. Das sind verschiedene Strecken. Den fangen wir mit der Night League an. Und Class Beginner. Das Spiel ist sowieso nicht ganz leicht, dass wir erstmal mit Beginner anfangen. Und wenn wir jetzt gleich das Rennen starten, dann wird vor allem auffallen, dass das Rennen sehr, sehr schnell ist und ich nicht viel Zeit haben werde zu reden. Deswegen noch so ein paar Infos. Diese Autos, wie wir auch gerade gesehen haben, haben eine Power. Das heißt, eine Energie. Die kann man zwischen den Rennen aufladen, aber man kann die eben auch zwischen den Runden aufladen, aber man kann die eben auch verlieren. Zum Beispiel, wenn man andere Leute rammt oder wenn man zu viel in die Bande reinrast. Und wir werden gleich sehen, wenn man in die Bande reinrast oder auf andere Spieler oder in andere Racer reinrast, dann verliert der Gleiter komplett die Kontrolle. Der wird ja kurz steuerungsunfähig und dann wird es doch sehr, sehr schwer. Und bei solchen Manövern verliert man Energie und wir können tatsächlich explodieren. Wenn die Energie aufgebraucht ist, dann macht es BOOM und ja, das war's dann. Dann müssen wir von vorne anfangen. Also man kann in diesem Rennen tatsächlich sterben, deswegen hat man auch eine Anzahl von Leben. Genug geredet, wir starten ins Spiel und ich hoffe, ich kriege wenigstens irgendwas hin. Wir starten hier in Mute City. Oh, da werden wir am Start natürlich direkt überholt, weil die eine bessere Beschleunigung haben als wir.
und lauscht mal der Musik. So gut. Ich werde da direkt hype. Ich möchte fast immer mitpfeifen, wenn ich das höre. So, jetzt kommt hier gleich die ganz scharfe Hanal-Kurve. Da verkacke ich es immer. Aber wir haben es noch soeben gepackt. 4 Runden noch. Wir haben keine Power verloren. Hier links kann man jetzt sehen, da kann man Power auftanken. Brauchen wir gerade noch nicht. Da würde ich Zeit verlieren. So, jetzt haben wir hier auch andere Gegner. Da wurden wir gerammt. Und da sieht man, man verliert komplett die Kontrolle. Wir werden direkt überholt. Das war so nicht gedacht. Ich dachte, das wäre hier einfacher. Aber den packen wir bestimmt noch wieder. Da haben wir ihn wieder gesnackt. Und ich muss sagen, man hat auch ein bisschen Adrenalin in diesem Spiel, weil es halt wirklich flott unterwegs ist. 3 Runden noch. Da ist wieder so ein Unverwundbarer. Da müssen wir ganz, ganz doll aufpassen. Wenn wir den rammen, dann sind wir völlig aus dem Leben geschossen. Aber da sind wir vorbeigekommen. Und hier wieder die Rampe. Hui! Die Map übrigens New City, einer Stadt nachempfunden. Also wir fahren hier quasi über einer Stadt auf einer Rennstrecke. Die Umgebung ist quasi ja eine rudimentäre Stadt, wie die Nintendo-Grafik es eben erlaubt. So, 2 Runden noch. Oh, da ist schon wieder so ein Kack. Nein. Und den habe ich immer ein bisschen Angst, weil wenn die einen rammen, dann ist wie gesagt Hollande Not. So, und wieder gleich die schwere Haarnadel. Sehr gut. Und jetzt kommt gleich die letzte Runde. Ich bin mal gespannt, ob das was wird. Das war kacke. Jetzt haben wir wieder kurz die Kontrolle verloren und vor allem haben wir unglaublich viel Zeit verloren, weil wir wieder von der Höchstgeschwindigkeit runter sind. Dieses Spiel misst nämlich auch die Zeit, die Rundenzeiten. Das ist auch immer ein ganz cooles Feature. Da kann man immer sehen, in welcher Runde man am schnellsten war. Und ja. So, da haben wir es geschafft. Erster. Das war Mute City. So, was ist denn unser Ergebnis? Wir waren in jeder Runde Erster und wir haben keine schnellste Runde geschafft. Das haben scheinbar andere geschafft. Aber wir sind Erster gewesen. Und jetzt kommt direkt die nächste Strecke, Big Blue. Auch die hat eine sehr coole Musik. Bisschen flotter die Musik. Bisschen, ja, melodischer, lustiger. Au! Das war nicht gut. Da haben wir auch ordentlich Power verloren. Wenn ihr jetzt mal oben rechts schaut, der Balken ist dabei ein gutes Stück runtergegangen. Der Sack, der rammt uns hier die ganze Zeit. Noch 4 Runden. Wir gehen mal ein bisschen tanken. Ich habe es verkackt, aber immer ein ganz bisschen haben wir mitgenommen. Lass mal ein bisschen der Musik lauschen. Also, das war blöd. F-Zero hat definitiv, vielleicht neben Star Fox, würde ich vielleicht noch nennen, die, finde ich, die coolste Musik in Nintendo-Spielen. Also, Super Nintendo hatte generell total coole Musik. Die war auch quasi, das war das Einzige, was der Super Nintendo gegenüber anderen Konsolen besser konnte. Aber, hatte ansonsten die cooleren Spiele. Aber die Musik in Nintendo-Spielen ist wirklich immer cool, aber in diesem Spiel definitiv so mit am besten. Neben, wie gesagt, vielleicht Star Fox, da schauen wir auch noch rein. Und ansonsten hat man hier einfach einen super schnellen Racer. Immer noch 2 Runden. Bisschen getankt wieder. So, wir haben jetzt auf jeden Fall, ich wollte gerade sagen, gute Höchstgeschwindigkeit. Da haben wir den Vordermann gerade gerammt, da war sie wieder weg. Und wir sehen auch da unten, der Pfeil blinkt die ganze Zeit. Unser Hintermann ist uns
direkt im Nacken. Man darf sich hier keine Fehler erlauben, dann wird man direkt überholt. So, eine Runde noch. Power wieder voll. Oh nein, oh nein. Dammit, das passiert, wenn man die rammt. Oh Gott. Da habt ihr gesehen, guck mal, was mit unserer Power passiert ist, wenn man die rammt. Eieieiei. Zum Glück ist die letzte Runde. Scharfe Kurve, scharf. Boah. Jetzt wird's doch eng. Ah, komm, 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 komm. Sehr schön. Wieder Erster. Das war der Ozean. Jetzt kommt gleich Sand Ocean, soweit ich weiß. Ach, guck mal hier, die vierte Runde war die schnellste. Da waren wir gut unterwegs. Und dann wurden wir gerammt. Dann haben wir ja auf jeden Fall eine Sekunde verloren. Aber es hat gereicht. Und dann kommt jetzt die nächste Strecke. Sand Ocean. So, da werden wir wieder überholt. Die Strecke sagt mir jetzt gerade nicht mehr so viel. Die habe ich nicht geübt. Die habe ich hier relativ schwer in Erinnerung. Mit vielen Kurven, wie wir hier sehen. Aber guck mal, was passiert. Hier eine sehr, sehr, sehr scharfe Kurve. Ganz viele Kurven. Fünfter, Alter. Haben wir wieder den dicken Pott vor uns gerammt. Das haut uns völlig aus dem Rennen. Oh. Mein Gott. Der lässt uns auch nicht durch. Ich fürchte, das wird nichts. Die Strecke liegt mir gar nicht. Zu viele Kurven. Okay, immerhin haben wir den jetzt mal kurz überholt. Ins Rondell und wir haben echt schon ordentlich Power gelassen. Das läuft nicht. Das Power-Tanken läuft auch nicht, weil man dabei auch immer völlig die Kontrolle verliert. Nächste Runde müssen wir auf jeden Fall Power tanken, sonst könnte es noch eng werden. Vor allem, wenn wir ständig hier Leute rammen oder gerammt werden, dann ist das hier gleich ganz schnell vorbei. Okay. Jetzt kommt hier wieder das Rondell. Oh, da verkacken wir immer so richtig hart. Schon wieder Fünfter. So, da. Oh Gott, der ist so nervig. Meine Fresse! Wir werden verkacken. Gut, dann haben wir das auch mal gesehen, wenigstens. Wir müssen mindestens Vierter werden. Power down. Was auch krass, wie der Schwierigkeitsgrad da innerhalb von einem Rennen so heftig ansteigt. Vorher hatten wir vergleichsweise gar keine, jetzt sind wir gleich down. You lost. Nun, okay. Ich würde sowieso sagen, das reicht für einen kleinen Einblick in F-Zero. Ihr habt sicherlich gesehen, das Spiel ist anders als Mario Kart. Es ist super schnell, sehr actionlastig. Man kann eben kaputt gehen, anders als bei Mario Kart. Ja, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es hat coole Musik. Es war auf jeden Fall ein cooles Rennspiel. Hatte einige Nachfolger. Aber das war das F-Zero, das erste für das Super Nintendo. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick geben und bis dahin, bis zu einem nächsten Video, sage ich einen schönen Tag noch.